Vorüberprüfung stattfinden. Der Mupit übermöglichte... Also Hinweis schneiden, wir müssen jetzt neu ansetzen, denn da stand wirklich absoluter Unsinn auf der Folie. Technische Daten vergleichen, naja, das ist wie sich schnelle Autos verkaufen. Ist so, dass nicht alles so scheint, wie es ist. Was rede ich denn? Da kann man zwischen Schildgröße und Kaninchen unterscheiden. Ja, wer hat denn diese Folie gemacht? Ich wahrscheinlich. Und die sind natürlich unterschiedlich, aber darüber macht man sich nicht immer klar. Wenn es, sagen wir mal, so Anweichungen ab... Auch Serifenschriften ohne weiteres verwenden und kann sie auch kursiv einsetzen. Okay. Ja, des Technischen, des Informatik. Was ist der Nutzen und Problem? Ich überarbeite diesen Text, der ist nicht gut. Wir müssen dann nochmal neu ansetzen. Jetzt habe ich irgendwie habe ich das verbaselt. Jetzt, was habe ich denn jetzt erzählt? Was passiert dann aber? Dann entstehen natürlich große Lücken. Dann würde ja zwischen Vorname und Karl-Heinz eine viel größere Lücke entstehen als zwischen Abitur. Alle Anmeldungen sind in Paul und es sind immer zwei Klicks notwendig. Immer einmal anmelden klicken und dann nochmal abmelden klicken. Immer einmal anmelden klicken und dann nochmal abschicken klicken. Was haben wir hier? Hier haben wir die Einstellung in Word für die Bildränder, für die Seitenränder, an denen, wenn man was druckt, ne, wie viel Rand zum Platz gelassen wird. Scheibe? Mittels dieser Folie hatte ich euch erläutert und mit einigen Experimenten... ist das Beachten der Leserichtung in Hinrichtung... In Hinsicht oder in Richtung, aber nicht in Hinrichtung. Das kennen wir ja schon von der Buttongestaltung. Wie kriege ich es hin, dass der Button erhaben über dem anderen erscheint? Ich mache es schneller. Erhaben über dem anderen erscheint? Na, ich mache ihn heller. Und das hat sich gerade in diesem Bild, was hat sich jetzt denn? Und das findet in diesem Bild quasi seine... Was ist das denn? Was rede ich denn? Und da steht dann drin, Save Machine State, Shut, Send the Sub... Da steht dann drin, Save the Machine State, Send Shutdown Signal. Können wir nun anfangen mit der Computergeschichte und fragen an Ort und Stelle angezeigt, was ich machen muss, Nach den grundlegenden Überlegungen zur Interaktivität können wir nun loslegen mit der Computergeschichte und fragen... Das ist schon wieder. Man kann das in einem kurzen Satz zusammenfassen, nämlich, dass etwas, was schon mal in den Computer eingegeben wurde, nie nochmal eingegeben werden sollen müsste. Ja, schön. Man kann das in dem Satz zusammenfassen, dass etwas, was in den Computer schon mal eingegeben wurde oder vom Computer schon mal ausgegeben wurde, nie erneut eingegeben werden müsste, sollte. Ach. Lernt ihr weitere Techniken zur Eingabeminimalität? Minimalität. Schneiden, ne? Also ganz, ganz, ganz viel schneiden hier. Und dann sind sie ausgewählt, dann kann ich da irgendwas mitmachen, dann kann ich diesen Modus wieder verwechseln. Dann kann ich diesen Modus wieder verlassen. Ich kenne da aus Erfahrungen, aus Berichten der Verletzten. Ich kenne da aus Berichten der letzten Jahre häufig die Frage, wird nur angezeigt, dass da irgendwas nicht mit funktioniert, nicht mit klappt. Und jetzt kommt mein Gereier. Das ist schwer zu lesen. Farbaus.
Farbauswahl und Farbgestaltung ist ein sehr mächtiges Wittel. Hat offensichtlich einen Lenovo-Rechner gehabt. Und was steht da? Lenovo im Lovenil. Farbauswahl und Farbgestaltung ist ein sehr mächtiges Mittel. Mächtiges Mittel? Doch, mächtiges Mittel. Von diesen Breadcrumbs gibt es Variationen. Erstmal werden sie häufig mit einer Software haben wir sie mal. Im nächsten Video wollen wir uns dann Navigation. Im Einführungsvideo habe ich euch gerade erläutert. Was habe ich denn erläutert? Es gibt eine moderne Technik, die leider dafür sorgt, dass ich hier einen Fehler auf der Folie habe. Und genau um solche Hypothesen soll es, schade. Das soll jetzt hier nicht das Problem sein, denn hier geht es um die Ergonomie. Wir haben uns in den letzten Videos intensiv mit dem Wahrnehmungssystem der Wahrnehmung. Schaut euch dieses Beispiel hier zum Beispiel an. Nee, zahlt euch zum Beispiel dieses Beispiel zum Beispiel. Im vorherigen Video habe ich euch Das ist zu kompliziert, was ich mache. And such standard buttons, whenever possible. Und in dieser ganzen Situation, in diesem ganzen Durchprobieren, haben die Politiker. Ach, ich fasele, ne? Auf dieser Folie hatte ich euch erläutert und vor allen Dingen mit quasi ein paar. Ach, das ist ja schrecklich. Das hätten ja die Fluglotsen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihnen das nicht mitgeteilt wurde? Das hätten ja die Fluglotsen machen müssen. Mal waren es Links, mal waren es Icons. Ne? Das ist. Ui. Stapeln statt umrahmen wird dann häufig genannt, weil wir da stark darauf hingewiesen haben. Oder vermeiden. Und das war's. Schön.